Ich bin so gut. Grüße Birdies, zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind immer noch dabei, einen Mord aufzuklären. Und wir haben noch einen letzten Schauplatz zu besuchen ist das richtige Wort. Und wir sind ein bisschen wegfaul, wobei ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich weiß genau wie, warum dieser Mord getätigt worden ist, warum er ermordet worden ist. Ich habe genau eine Ahnung und diese Ahnung scheint sich sogar als richtig zu erweisen. Und eigentlich standen wir auch schon vor dem Mörder. Wir haben nur nicht sehen können, warum er humpeln sollte. Na los, kack zur Abwechslung mal auf mir rum. Wir haben nur nicht sehen können. Ich mache einen Kopf kürzer. Aber verdammt, habe ich zu spät gesehen. Wir haben leider nur nicht sehen können. Aua, zu spät gesehen. Wir haben nur nicht sehen können, dass dieser Mensch humpelt. Das wäre das einzige Essentielle noch für mich gewesen. Aber nichtsdestotrotz deutet alles darauf hin, dass ein weiterer Wissenschaftsteilnehmer ihn umgebracht hatte, weil er Angst vor der Konkurrenz hat, was ziemlich charakterschwach ist, um es ehrlich mal zu sagen. War irgendwie klar, dass wir nicht über diesen Zaun kommen. So. Wir haben weiteres Einkommen in unserer Truhe und hier ist das Haus des Opfers und das Ich habe es gerade gehört, armer Kerl. Ich verstehe es nicht. Er war so ein freundlicher Mann. Tja, das hat ja auch die Frau gesagt, dass niemand ihm Böses tun wollte. Aber vielleicht war er einfach zu intelligent. Flugblatt des Wettbewerbs. Das haben wir schon mal gelesen. Deswegen lese ich das jetzt nicht nochmal vor. Okay, mit den Menschen sollen wir nicht reden. Okay. Hätte mich jetzt... Ich weiß auch nicht, warum die jetzt voll auf mich reagieren. Was? Brief vom Freund des Opfers. Ich schlage ein romantisches Mittagessen im Palais Royal vor. Ein Tête-à-tête am Tage ist immer erfrischend und belebt die Kräfte. Triff sie im Park kurz bevor die Sonnenkanone abgefeuert wird. Das wäre sicher ein aufregender Beginn für ein Rendezvous. Jean-Claude. Ah, das könnte natürlich jetzt auf diesen Jean-Claude hindeuten. Was ist denn mit euch? Lasst mich meine Arbeit machen. Encore. Oh. Mein Gott. Brief vom Vater des Opfers. Ich ermahne dich, lieber Sohn. Es bringt nichts, so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Wenn wir nicht im Geheimen alles in unserer Macht stehen tun, wird ja die Monarchie wieder eingesetzt werden und das ganze Land in einen furchtbaren Bürgerkrieg versenken. Dein dich liebender Vater. Ich weiß nicht, was für ein Problem die gerade haben, die reden ganz schön laut. Drohbrief, denk daran, Alexandre. Wenn ich hier herausfinde oder auch nur vermute, dass du jemanden anderen siehst, würde ich das nicht aushalten. Sei gewarnt, denn meine Liebe zu dir ist sehr stark. Also, sorry, ne? Aber ich meine, diese Briefe sind ja schön und gut. Du hältst Versammlung der... Ups, jetzt hab ich zu lange gebraucht. Ich bring dich auf! So, jetzt haben wir ein bisschen zu lange gebraucht. Naja, ist egal. Er freut sich auf jeden Fall, dass er noch lebt. Ja. So, also da gab es ein paar Briefe, die die Spur ein bisschen hätten umleiten können, aber... Es, für mich ist wirklich klar, ich meine, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen zu kurzsichtig von mir gedacht, auch mal über den Tellerrand gucken ist natürlich wichtig, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es der Wissenschaftler war, der eben auch an diesem Wissenschafts... wie nennt man das denn? Turnier teilnimmt und deswegen... Also absoluter Quatsch, wenn es nicht er wäre. Deswegen gehen wir jetzt dahin und beschuldigen ihn. Und hoffen einfach, dass es richtig ist. Aber es sollte richtig sein. Können wir nicht einfach schwimmen? Wir sind noch nie geschwommen hier. Ich glaube, ich möchte aber nicht schwimmen, wenn ich mir das so angucke. Gibt es hier nicht eine Gondel? Nee, die Schiffe kann man auch nicht so wirklich verwenden. Schade! Schade.
Aus dem Weg, Menschen. Ich schmeiße immer alle Leute um. So, es war relativ offensichtlich, dass dieser Mensch den anderen Menschen umbringen wollte. Deswegen habe ich es einfach mal kurz, schon mal erledigt, damit wir uns hier weiter auf das Wesentliche konzentrieren können. Und das ist eben ein Mordfall aufzuklären. Und das sollte unsere gesamte Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich bin mir immer noch ziemlich sicher, den richtigen Mörder entlarvt zu haben. Auch, man muss aber auch gestehen, war jetzt nicht sonderlich schwer. Jetzt ist er das nicht, jetzt ist das die Freundin oder so. Das wäre ziemlich witzig, aber es deutet... Oh, ich habe gerade ein paar auseinandergebracht. Sorry! Du sollst nicht so viel trinken, Mensch. Aber es wäre Quatsch, wenn es eben nicht der Kronen blablabla gewesen wäre. Und es hat keiner ein Holzband von denen oder so. Das ist das Einzige, was mich noch so verunsichern würde. So! Meine Zeit ist zu kostbar, um unsachliche Fragen zu beantworten. Ja, und dadurch, dass du dich so kooperativ zeigst, bist du sowieso der Mörder. Es war ein schändlicher Fehler. Ich wollte lediglich ein Experiment stören. Und dennoch bin ich der größte Wissenschaftler. Seh doch nur, wie scharfsinnig mein Plan war. Ziemlich dumm war dein Plan, jemanden umzubringen. Das ist ziemlich charakterschwach. Also wenn man etwas schaffen möchte, dann soll man das aus fairen Stücken schaffen und nicht so. Das ist wirklich armselig. Armselig. Es war ein schändlicher Fehler. Ich wollte lediglich ein Experiment stören. Das und hast du schon mal gesagt. Und dennoch bin ich der größte Wissenschaftler. Seht doch nur, wie scharfsinnig mein Plan war. Wow. Beim zweiten Mal wird es nicht authentischer, aber ist egal. Jeder Trottel hätte diesen Fall lösen können, sage ich. Dennoch, wählt eine Waffe, wenn ihr wollt. Schuldig Person ohne falsche Anschuldigung gefunden. Ich bin so gut. Donnerbüchse. Gucken wir uns eben... Hat nicht funktioniert. Ich würde gerne... Ja, dankeschön. Um die Herstellung von Schießpulver für die Revolutionsarmee zu verbessern, hielt die Akademie des Sciences einen Wettbewerb ab. Gaspard Monjou galt als Favorit. Colon Frollois, ein eifersüchtiger Konkurrent Monjous, traf sich mit seinem alten Armeekameraden Sergent Saint-Brie, der damit beauftragt war, jeden Tag die Sonnenkanone zu beladen. Frollois wusste, dass Monjous Labor in Richtung des Palais Royal zeigte und erkannte, dass Monjou unvorsichtigerweise Wasserfässer direkt über seinen Kaliumfilion lagerte. Ach, das war das Problem damit. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Als ehemaliger Soldat kannte sich Frollois mit Munition aus und tauschte das Papier, das Saint-Brie normalerweise in die Kanone füllte, gegen eine echte Kugel aus. Gegen Mitternacht hinkte er zur Sonnenkanone und zielte auf das Laborfenster seines Rivalen. Würde die Kanone später abgefeuert, würde die Kugel das Fenster durchschlagen, das Wasser auf das Kalium fallen lassen und die daraus resultierende Explosion Monjous Experimente zunichte machen. Allerdings hatte Frollois nicht mit dem unschuldigen Passanten Alexandre Louisac gerechnet, der mittags direkt in Zielrichtung der Kanone auftauchte. So wurde Alexandre getötet und das Projektil beim Schlag durch Alexandre Brust so stark verlangsamt, dass es Monjous Fenster nicht durchschlug. Der clevere Paar war vereitelt und ein Unschuldiger getötet worden. Ach, der hat gar nicht den Wissenschaftler getötet, das war einfach nur ein... Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm? Wenn ihr edle Lederkleidung mögt, dann sucht doch einmal die Gerberei in Bièvre auf. Doch lasst euch nicht von der geheimen Zutat in ihrer Beize überraschen. Okay. Was können wir noch mit dir besprechen? Ich kann euch nicht helfen. Du bist echt unnötig, Junge. Du bist richtig unnötig. Schädiger. Was ist mit dir? Was? Wir gehen mal hier wieder hin. So. Okay, ich muss sagen, ein paar Zusammenhänge kriege ich in dem Mord nicht hin. Ist auch witzig, dass ich jetzt dachte, dass das Opfer der andere Wissenschaftskandidat war, der aber anscheinend noch lebt. Es war einfach nur ein unschuldiger Passant, der sich mit seiner Freundin treffen wollte, was ziemlich scheiße ist. Aber wir haben den Mörder ja gefunden. Was ein Trost. Bestimmt. Irgendwie nicht. Aber, ne? Wissen wir leider alle. So. Dann haben wir jetzt leider erstmal keinen Mordfall mehr wieder vor uns. Qu'est-ce qui leur prend ?
Was ist ennuyeux, se règle aussi. Ich bin genau hier, Sonnenschein. Oh, wir haben das Wasser ausgerüstet. Du kannst wahrscheinlich nicht mit interagieren, wenn ich gesucht werde. Richtig? Oh doch, das geht. Geil. So, dann hätten wir diese Truhe auch. Das war relativ einfach. Hier gibt es gar kein Nostradamus-Rätsel, ne? Yes! Wuhu! Wir haben das Fundament, wir haben alle Korkaden hier gefunden. Was uns fehlt, sind die Truhen noch und diese zwei Missionen. Dann haben wir noch diese blauen Missionen hier drin. Ja, hier ist noch eine weiße Truhe, die können wir gleich einsammeln. Wir müssen ja... Lassen wir... Wir gucken mal, ob wir hier durchkommen. Also, ob wir hier unterirdisch auf die andere Seite kommen. Weil dann können wir auch die, hier diese Assassinen... Rätsel noch machen. Aber es müsste auch der Fall sein, wenn man dem Weg hier folgt. Gucke mal. Jetzt gehen wir hier bestimmt links rum. Bestimmt links rum. Ja. Und dann kommen wir perfekt vor dem Gebäude wieder aus. Besser kann es nicht laufen für uns. Ich muss jetzt noch hochkommen. So. Hatz auf den Hetzer. Hatz. Ein Attentat auf den Aufwiegler verüben, der sich für politische Hinrichtung ausspricht. Mitglieder der politisch moderaten Girondisten werden hingerichtet. André Guzman, ein außerordentlich erfolgreicher Hassredner gegen die Girondisten, soll dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Guzman findet man meist in den Gärten des Louvre, wo er die Menge aufwiegelt. Oh. So. Wir sind faul. Ja. Und womit? Offensichtlich mit absolutem Recht. Absolutes Recht. Also, ich möchte einmal anmerken, wie meine weitere Planung für dieses Spiel ist. Offensichtlich ist es ja, ich mache erstmal wirklich alles nebensächlicher, was ich eben nebensächlich machen kann. So. Dann hatte ich aber vor, tatsächlich zunächst einmal danach, achso, wir sind noch gar nicht so weit, dass wir schon aktiv suchen könnten. Oh, das ist Sperrgebiet. Das war mir gar nicht so bewusst. Zur Stelle, Bruder! Ich habe aber gar keinen Bock, mit euch zu spielen. So, meine weitere Planung war erstmal, soweit die ganzen, die ganzen Rätsel und dergleichen alles erstmal einzusammeln, was eben geht. So manche Schatztruhen kommen ja offensichtlich noch nicht ran, weil wir nicht hacken, sage ich schon, weil ich Deus Ex die ganze Zeit spiele. Wir bleiben hier immer kurz stehen und warten. Was wollte ich gesagt haben? Also ich mache wirklich erstmal alles, ich decke alles auf, ich mache alles, was woran ich zurzeit rankomme. Es gibt ein paar Dinge, die ich nur mit der Schlossknacker-Funktion da eben richtig kann. Und sobald ich alles, sobald ich wirklich Level 3 davon kann, dann werde ich auch das skillen, die restlichen Sachen machen, aber so momentan ist es vollkommen in Ordnung. Wie sieht das denn aus? Nahkampf. Nahkampf ist relativ scheiße, ne? Können wir auch kaufen? Boah, das war krass. Und wir können uns das leisten. Legendären da
Boah, ich kann nicht lesen momentan. Es tut mir ein bisschen, nur ein bisschen leid. Nur ein bisschen. Legendärer Militärumhang. So. Gesundheit weg. Gesundheit schleichen. Ich bin jetzt nicht so... Das ist eigentlich so von den Stats. Ist das hier eigentlich der Beste? Kann man es noch nicht leisten. Schade. Geil. Banditenumhang, Plünderermontur. Das sind so witzige Monturen, die man hier anziehen kann. Helixrissmission. Man weiß es nicht. Er ist nicht angezeigt. Könnte auch als Edward hier rumrennen. Ich finde das irgendwie mal ein bisschen. Ich finde es voll krass, so Ezios Ausrüstung in dieser Grafik zu sehen, weil es ist schon echt geil gemacht. Aber wir bleiben bei den Monturen. Ich wollte nochmal irgendwie nochmal nach Farben gucken, wenn wir schon eh hier sind. Oh, man sieht richtig viel. Ändert sich da irgendwo was? Hat sich da irgendwo was geändert? Die bittere Antwort ist einfach nein. Sei denn, der Mantel ist jetzt komplett pink oder so, dann wird mir das wahrscheinlich auch mal auffallen. Aber dadurch, dass wir die Montur eben tragen, ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Hä, wo ist das denn? Ist das eine Etage tiefer oder höher jetzt? Jo, höher. So. Ach stimmt, wir sind ja auch hier rein. Okay, hoppala. So, was haben wir hier? Das Kabinett Noir. Oh, das kennen wir schon durch einen Mordfall, den wir auch erfolgreich natürlich gelöst haben. Die Existenz eines sogenannten Kabinett Noir untersuchen. Angeblich gibt es eine Art heimliches Treiben seitens eines Kabinett Noir oder schwarzen Kabinetts, das hinter den Kulissen des Postamts am Palast Vendôme wirkt. Ob dieses Kabinett Noir tatsächlich existiert und worum es sich dabei genau handeln mag, ist indes völlig ungeklärt. Infiltriert das Postamt und geht der Existenz des sogenannten Kabinett Noir nach. Okay. Die Spione töten. Machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Oh, da knutschen sich gerade. Es wäre ein bisschen witzig, wenn ich da jetzt einfach so rübersteigen würde und sage, hallo! So, ich möchte auch dieses Seil, damit wir einen geraden Weg über die Dächer gehen können. Schade, jo. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, einfach eben nicht über die Dächer, sondern die Straße zu nehmen. Aber... Ach. Ja, es wäre einfacher gewesen, aber es wäre ganz schön uncool. Genauso wie es immer uncool ist, nicht auf eine Leiter zu gehen. Missionsgegenstand erhalten. Ich weiß gar nicht warum. Oh, wartet mal. Oh, wieso? Ich will hier gar nicht hoch. Entschuldigung, Entschuldigung, ihr dürft euch nicht berühren beim Tanzen. Männchen auf die linke Seite, Weibchen auf die rechte Seite. So sieht's aus. Oh, die hat ein schönes Kleid. Mir reicht es auch. Die Spione töten. Eins von drei. Da ist er! Hallo, ich habe eine Mauer hinter mich. Ich weiß, ich renne gerade voll in die falsche Richtung. Das ist ein bisschen scheiße. Ach, hier sind drei. Ach, die sind alle drei Spione. Hoppala. Okay. Dann hätte ich das nicht so offensichtlich an sich gemacht. So. Dann klettern wir hier eben schnell hoch. Wir müssen ja eh nochmal in das Gebäude hinein. Also, was soll's? Ne? Liebe Freunde. Soll ich euch aber was sagen, was sehr, sehr traurig ist und ihr jetzt bitterlich weinen könnt?
Scheiße, liebe Freunde, die Folge ist vorbei. Das war's schon. Wir haben einen Mord aufgedeckt. Wir haben einen Mord aufgedeckt und sind jetzt dabei, weitere Nebenmissionen zu erledigen, weitere Morde zu begehen als Assassine im Auftrag des Rates. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten mit dieser Folge. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es mal wieder geht, chaotisch versuchen, unauffällig, was ich nicht schaffe, Dinge zu töten. Du bist nicht mit dem Herz dabei. Ich glaube, du bist ein Verräter. Es gibt keinen Platz für Leute wie dich in der. Okay, ich treffe ihn nicht und verballer gerade voll meine Waffen. Okay, den treffe ich leider nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal.